Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich wollte ein kurzes, ich hoffe, es wird auch wirklich kurz, Update zur aktuellen Wohn-, Arbeits- und sonst was Situation meiner bzw. unserer Personen. Frau ist natürlich auch dabei, also jetzt gerade ausnahmsweise mal nicht. Aber ja, natürlich mit in meiner Nähe, selbstverständlich. Da wollte ich ein kleines Update geben, einfach damit da keine Verwirrung aufkommt. Erstens, weil ich nicht ein anderes Video damit belasten möchte. Ich habe ein neues Studio, das habt ihr gegebenenfalls schon gesehen. Wenn nicht, werdet ihr es in Kürze sehen. Ich glaube, dieses Video kommt parallel zu dem anderen raus. Ich weiß es noch nicht. Muss mal gucken, wie ich das am besten verwurschtle. Auf dem Dachboden, also direkt unterm Dach. Wir haben eine schöne neue Wohnung mit so einem riesigen Wohnbereich, wo man im Wohnbereich eine Wendeltreppe hochsteigen kann. Und da oben kommt dann noch so ein Erkerchen direkt unterm Dach, also direkt am Holz des Daches, für mich natürlich sehr schön, wo ich jetzt dann meinen Computer aufgestellt habe zum Schneiden, zum Recherchieren. Wenn ich dann Internet hätte, kommen wir gleich zu, zum Arbeiten halt, also mein Arbeitsplatz auf gut Deutsch und auch mein Drehstudio. Da wird man mich also jetzt häufiger als im Keller sehen. Was uns dann gleich zu der nächsten Frage, die sich dann vielleicht stellt, bringt, gibt es den Keller noch? Ja, den Keller gibt es noch, den gibt es auch völlig fast unverändert. Ich habe ein paar Sachen halt eben jetzt aus dem Keller noch in die neue Wohnung mitgenommen. Das werden auch noch ein paar mehr Sachen sein. Dafür kann dann im Keller das eine oder andere vielleicht noch dazukommen, was da jetzt bisher nicht so im Keller ist. Und also nach wie vor gibt es den Keller, aber im Winter ist der eh kein guter Drehort, weil die Ölheizung so einen Lärm macht und ich mich da immer warm anziehen muss, um im Keller zu sitzen. Da kann ich genauso gut im Wald hocken, da ist auch nicht kälter. Ja, also gut, ein bisschen. Ja. Aber nichtsdestotrotz gibt es alles weiterhin, ist auch alles gut bei uns. Es gab da jetzt keine, ich sag jetzt mal, Erbstreitigkeiten oder sonstiges, die da zu dem Umzug geführt haben. Das ist alles auf freiwilliger Basis für uns, alles super toll und uns geht's gut und wir haben uns dadurch auch wirklich verbessert und alles super. Ne? Dadurch haben wir doch jetzt doch sehr, sehr, sehr an Wohnkomfort gewonnen, ja, und können uns das leisten und ist toll, ist wirklich toll. Ja, und mit dem Umzug einher geht halt jetzt eben aktuell noch das Problem, dass wir kein Internet haben. Wer schon mal umgezogen ist, kennt das. Das kann unter Umständen sehr lange dauern, bis man es dann mal geschafft hat. Die sind ja alle gleichermaßen nicht besonders toll, sage ich jetzt mal, Firmen, die Internet verhökern, inklusive der Technik, inklusive des Technikers, der dann mal endlich kommen sollte, das Internet zum Laufen zu kriegen. Ja, das kennen wir bestimmt alle und hat bestimmt jeder zumindest mal jemanden in nächster Nähe, der das erlebt hat, dass das nicht so ganz einfach ist. Und drum werde ich jetzt quasi wieder in die digitale Steinzeit zurückgeworfen. Ich lese viel, das ist gut, ja, das tut mir mal ganz gut. Kann keine YouTube-Videos gucken, außer ich steige hier in den Wald hoch und gucke auf dem Handy. Oder ich steige woanders hin, wo es halt Handyempfang mit schnellem Internet gibt, weil wir haben in der Bude nämlich außerdem, abgesehen vom regulären Internet, das fehlt, auch nur ein E-Netz, also dieses Edge, ja, Smartphone, E-Verbindung, also lahm. Reicht mal für eine Mail, reicht mal für eine Wikipedia-Seite, aber das war's dann auch. Ja, die Möglichkeiten sind damit erschöpft. Und ich befinde mich jetzt wieder in einem Zustand, wie es am Anfang dieses Kanals, der ein oder andere wird sich erinnern, gewesen ist, dass ich nur hin und wieder mal wohin fahre, wo es Internet gibt, Videos vorher vorbereite, dann da der Reihe nach alles hochlade. Abgesehen davon, dass ich inzwischen gelernt habe, wie man Sachen zeitverzögert veröffentlicht. Ja, früher war es so, ich bin samstags in die Badische Landesbibliothek nach Karlsruhe gefahren, habe da meinen Kram hochgeladen und alles rausgekloppt und dann gab es samstags halt 3-4 Videos bis zum nächsten Samstag. Und dann gab es da auch wieder, damals war ich voll produktiv, 3-4 Videos, manchmal sogar 5, ja, kam auch vor. Ja, da war ich sehr produktiv. Dann gab es eine Phase, da war ich nicht so produktiv, weil ich versucht habe, YouTube und was anderes nebenher zu machen. Also was anderes, was damit überhaupt nichts zu tun hatte, nebenher zu machen. Und danach hatte ich dann auch tatsächlich Internet in greifbarer Nähe und musste nicht mehr irgendwo hinfahren, wenn ich was hochladen wollte. Aber jetzt die nächsten Wochen, wie es ausschaut, sind wir mal pessimistisch, wird es wieder so sein, dass ich nur sehr zeitverzögert auf
aktuelle Themen reagieren kann, falls das notwendig sein sollte. Gerade aktuell ist es gerade notwendig und ärgert mich ein bisschen, dass ich das nicht schneller machen konnte, einfach wegen ich kann auch nicht ständig losfahren, wegen jedem Pups 20 Kilometer durch die Gegend fahren, um mal kurz eben was hochzuladen. Das macht auch keinen Sinn und will ich auch nicht und würde mich dann auch ärgern. Und das ist einfach jetzt gerade so die aktuelle Situation. So, und außerdem, das hier könnte eine der neuen Orte sein vom Wald her, wo ich mich jetzt für Videodrehs häufiger mal sicherlich aufhalten werde, könnte sein. Was sehen wir jetzt hier gerade in diesem Ausschnitt? Schnell noch mal ein bisschen. Wir haben hier die ganzen alten Bäume, die da hochragen. Das meiste sind Douglasien. Das ist auch nichts Neues, dass ich Douglasien gerne mag. Die sind alle quasi schon hiebsreif. Sehr gute Qualitäten, sehr gute Benadelung. Haben also auch unter 2018, 19, 20 nicht besonders gelitten. Der Wald sieht toll aus. Verjüngung drunter, tipptopp. Das ist eine Mischung aus Tanne und Douglasie. Das hier zum Beispiel ist eine Tanne. Genau. Und stehen aber auch noch einige Douglasien drin. Also wirklich ein ganz toller Wald. Buchen gibt es auch. Also der Laubholzanteil hoch genug. Da drüben ist ein kleines Tal mit einem Bach und einer Wiese drumherum. Ich glaube, das ist ein Naturschutzgebiet. Da muss ich mich noch schlau machen, bevor ich drin rumstapfe. Erst gucken, ob du drin rumstapfen darfst, dann drin rumstapfen im Zweifel. Ist schlauer, als einfach mal drin rumstapfen und hinterher böse gewesen sein. Ne? Ja, Verjüngung noch und nöcher, wirklich ganz toller, vitaler Wald. Und es gibt da drüben noch eine schöne Aussicht. Da würde ich jetzt noch hingehen und mit euch noch die schöne Aussicht angucken. Und dann wisst ihr auch schon wieder Bescheid, ja. Und mehr brauche ich zu dem Thema dann auch gar nicht sagen. Also nochmal, Änderungen, abgesehen davon, dass ich jetzt zurzeit einen ziemlich unregelmäßigen, seltsamen Upload-Rhythmus habe und zwischendrin jetzt auch wenig Videos gemacht habe, weil ein Umzug braucht Zeit, ne? Das muss ich auch niemandem erzählen. Und ja, ansonsten bleibt alles beim Alten und alles gut. Und wenn noch was anderes ansteht, dann gibt es halt entsprechend wieder ein Video. Ja, aber nicht wundern, wegen dieser Internetsituation ist jetzt gerade alles ein bisschen verwirrend. Wir gehen uns die Aussicht noch angucken. So, ja, ich mache auch gleich noch ein paar Fotos von der Aussicht, da sieht man es dann besser, aber das ist es im Prinzip. Hier kann ich lang gucken, wenn ich von unserer Behausung, sage ich jetzt mal 15 Minuten, kleinen Spaziergang hier hoch mache, bisschen die Aussicht genieße und dann sind es noch mal etwa 10 Minuten bis wieder zurück zur Bude. Also wirklich für einen kleinen Spaziergang ist das hier so der Punkt, wo man hinlaufen kann und ja, das lohnt sich. Und das ist also wirklich ganz, ganz toll, die Möglichkeiten, wo man hier alles so, was man hier machen kann, wie nah man am Wald ist. Also wir sind noch näher an den schönen Waldgebieten als früher. Das war früher auch schon prima, aber jetzt ist es noch mal ein bisschen besser geworden, weil wir generell einfach ein bisschen in Höhenmetern zugelegt haben. Und die ganz hohen Gebiete des Schwarzwalds, also des Nordschwarzwalds, ne, die ganz hohen Gebiete werden ja im Süden, sind damit wirklich direkt vor der Haustür. Und ich kann aus der Haustür raus und eine 4-Tages-Wanderung machen, völlig problemlos, ohne durch irgendein Dorf zu kommen, ohne mir Mühe geben zu müssen, irgendeinem Dorf auszuweichen. Ja? Also die Wälder, die ihr da hinten seht, gucken wir mal noch ein bisschen genauer in die Richtung da hinten, also die Waldgebiete hinter dem Schnee, insbesondere da in die Richtung. Da geht man einmal in den Wald, ja, und dann kann man bis Basel weiterlaufen und kommt nicht mehr raus aus dem Wald. Und das ist ungefähr, also der Beginn dieses fast nicht aufhörenden Waldes ist ungefähr genauso weit wie jetzt das Stückchen, was ich hier vom Haus weg bin, in diese Richtung. Und das wäre dann einfach in die andere Richtung. Da nehme ich euch auch mal mit, da machen wir mal eine kleine Erkundung, was da hinten am Waldrand und ein Stückchen in den Wald rein so zu finden ist, in direkter Nähe zu unserer Behausung. Aber ja, das ist so im Wesentlichen hier jetzt die schöne Aussicht. Die man direkt vor der Haustür hat. Ja. Und gerade bei Sonnenuntergängen sicherlich sehr, sehr angenehm. Da steht auch gleich noch ein Bänkchen da hinten am Hang. Sieht man es? Spätestens jetzt sollte man es sehen. Ja, und also wirklich sensationelle Aussicht. Ganz tolle Ecke.
da fühlt man sich wohl hier. Ja. Also, das nur so als kleines Update. Was treibe ich? Was ist los? Warum wenig Videos? Warum Funkstille? Ne? Schlicht und ergreifend eben die Umzugssache und die Umstellung und der gehinderte Workflow durch fehlendes Internet. Ansonsten, alles blut bei uns, geht's gut. Ich hoffe, euch auch. Husten habe ich immer noch ein bisschen, aber das ist halt mein üblicher Winterhusten. Ne? Immer noch kein Corona. Also auch da nicht wundern. Toi, toi, toi. Bitte weiter durchhalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.